Alles begann vor zwei Jahren, 2013, mit AP Metcalf. Er hat wirklich aus eigener Regie Denas und meine gemeinsamen Highlight-Momente in zwei Videos geschnitten. Und ich finde das so, so geil, weswegen ich ihm einfach gesagt habe, komm, ich lade die beiden Videos, also die seht ihr gleich beide hintereinander im Anschluss. Und ich muss einfach sagen, die sind so geil, die sind wirklich so geil, dass ihr wirklich bitte einfach mal bei ihm auch vorbeischauen sollt, ihm wirklich mal die Community Power zeigt, abonniert ihn. Achso, falls ich das noch nicht gesagt habe, er heißt Platur. Damals und auch heute spielt er GTA mit Dena. Ach, da oben! Ja, steig ein! Alter! Nein! Aua, ich bin doch nur ein Passant! Warte, ich mach Polizeiauto! Die Polizei fährt nicht tot! Warte, bleib stehen, dass die Polizei aussteigt! Bleib stehen! Steig ein! Nein, die Polizei soll aussteigen! Bleib stehen! Oh. Vorsichtig, schieß auf mich! Das Auto gehört mir! Das Polizeiauto! Nein! Schon wieder blau! Aber ich hab eine Auszeichnung bekommen! 100 Punkte! 2014 ging es dann folgerichtig weiter mit Dena. Sehr gut. Fledermaus. Slash Vanish. Da. Hier, siehst du? Ja. Jetzt können wir ein Bewerbungsgespräch führen. Das ist natürlich schön. Also, das ist halt die Frage. Bist du glücklich? Ja, auf jeden Fall. Was macht dich besonders glücklich? Ein Bewerbungsgespräch später war Bergmann dann ebenfalls mit von der Partie. Ja, sprich. Hallo! Kann man hier. Du bist richtig leise. Leise? Jetzt lauter sprechen. Okay. Lauter. Lauter? Ja, so kann man ein bisschen. Kannst du ihn hören, Herr Bergmann? Ich höre ihn gut. Ja. Ich hab gerade den Herrn Bergmann da, der wird mich ein bisschen unterstützen bei der Auswahl der richtigen Kandidaten. Wie ist denn dein Vorname? 2015 musste es also zwangsweise Herr Bergmann sein. So, und damit ein herzliches Willkommen auf der Insel. Wir haben es geschafft, wir sind endlich angekommen auf der Insel. Gestern war ich das erste Mal drauf und ja, heute spiele ich das erste Mal in einer Aufnahme hier auf der Insel. Und ich hoffe, dieses Vorspiel, sage ich mal, hat euch da einigermaßen gefallen. Das hat mir auf jeden Fall ein wenig mehr Zeit gekostet als meine normalen Videos. Ich bin jetzt hier auf jeden Fall auf der Insel und habe auf Twitter gefragt, ob ihr vielleicht einige Fragen habt für mich. Da könntet ihr unter dem Hashtag FragPlato ein paar Fragen einreichen. Ich habe insgesamt 5 Fragen. Ich habe auch nicht so viele Follower auf Twitter. Aber schaut auf jeden Fall einmal in die Beschreibung. Da findet ihr Twitter-Link und da findet ihr Instagram, also alles Mögliche. Falls ihr irgendwelche Fragen habt für die nächste Folge vielleicht. Ich werde auf jeden Fall öfter hier in diesem Projekt FragPlato machen. Könnt ihr auf jeden Fall auf Twitter folgen und wenn ich da mal wieder einen Tweet raushaue, dass ihr mir Fragen stellen könnt, könnt ihr da auf jeden Fall Fragen stellen. Ich habe jetzt heute 5 Fragen, davon sind 4 von einer Person. Und ja, die Sonne geht hier gerade auf und ist das ein Shader-Bug? Sah gerade eben fast so aus. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt hier auf der Insel. Und ich habe auch schon langsam angefangen, mir so ein kleines Haus zu bauen. Ich gehe jetzt erstmal einmal hier so ein bisschen durch. Hier wohnt der Herr Bergmann. Soweit ich das jetzt richtig gesehen habe, ist er jetzt irgendwie auf die Seite gezogen. Ich weiß es auch nicht ganz genau. Auf jeden Fall steht hier Herr Bergmann Haustier. Gerade Zeit online sind Cabo und Seppelis. Ich weiß gar nicht, ob er genau so ausgesprochen wird, aber auf jeden Fall sind 2 Leute derzeit online. Hier wohnt, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, aber Selbstgespräch und ganz hinten am Ende der Straße derzeit wohne ich. Also muss einfach einmal durchgehen. Ich werde mir vielleicht auch noch irgendwie bei diesem Shaders-Mod irgendwie versuchen, Optifine zu installieren, sodass es hier so ein bisschen flüssiger läuft. Und ich sehe gerade mit Shader sieht das hier schon nicht ganz so toll aus. Ohne Shader sieht es auf jeden Fall hier um einiges besser aus. So ist es ein bisschen überleuchtet vielleicht. Ich könnte mal den Shader ausmachen. So sehen wir einmal, wie das ohne Shader aussieht. Weil ohne Shader finde ich sie jetzt eigentlich ganz cool aus, weil es hier hell ist und hier nicht diese nervigen Fackeln wie sonst überall rumstehen. Deswegen mag ich das eigentlich ganz gerne. Und normal spiele ich eigentlich auch ohne Shader. Da mir der Shader so ein bisschen... Der nervt mich so ein bisschen, sag ich mal, wenn ich normal einfach baue, weil da bewegt sich einfach so ein bisschen zu viel rum. Aber jetzt in den Aufnahmen habe ich einfach mal gedacht, können wir einfach mal den Shader laufen lassen. Und hier seht ihr schon, Platur, hier wohne ich, habe mir schon so ein bisschen was eingerichtet. Und das mit dem Glowstone muss ich auf jeden Fall nochmal ändern. Das sieht ja überhaupt nicht okay aus. Und ja, ihr seht hier so ein kleines, feines Häuschen. Hier habe ich schon mal so eine Startkiste gemacht.
Hab noch nicht viel drin, hier so Bücher, weil ich letztens ein Villager-Dorf gefunden habe. Und ja, ich fange einfach mal an mit der ersten Frage und währenddessen kann ich einfach mal so ein bisschen durchs Haus gehen. Und zwar ist die erste Frage: Wie alt bist du und hast du Geschwister? Von Tom Blom. Und Tom Blom dürfte es eigentlich schon selber wissen. Denn mein Bruder geht bei dir in die Klasse, deswegen dürftest du eigentlich schon wissen, dass ich einen Bruder habe. Das wisst ihr wahrscheinlich auch alle schon, da gibt's zur KD, mit dem habe ich ja öfter schon mal aufgenommen. Und ich bin 19 Jahre alt. Hier habe ich so einen kleinen Keller gemacht, hier ist so ein bisschen Weizen angebaut, hier habe ich so ein Schwein gefangen drin. Das habe ich von oben mit Wasser hier runtergelassen, damit das nicht stirbt an Fallschaden oder sowas. Das wollten mir die ganze Zeit nicht hinterherlaufen. Und ja, dann haben wir hier so ein paar Kartoffeln und ein bisschen Mohrrüben. Hier hinten ist auch alles gerade bis nach oben gewachsen. Und ja, ich habe hier gerade Zeit noch mal ein bisschen mein Fleisch. Und ich merke, es ruckelt ein wenig. Ich muss das auf jeden Fall. Ich könnte vielleicht die View Distance ein Tick niedriger stellen. So dürfte es vielleicht schon mal so ein bisschen besser klappen. Mache ich die einfach mal auf 6 Chunks. Vielleicht klappt das dann einigermaßen besser. Ein bisschen lagfreier. Ja, es sieht schon mal um einiges besser aus. Auf jeden Fall habe ich hier schon mal so ein kleines Haus gebaut. Und jetzt die zweite Frage von Simon. Und zwar: Bist du in dem Projekt drin? Wie es aussieht. Bin ich wohl drin? Oder ich habe diese ganze Welt im Singleplayer nachgebaut? Nein, hier sind auf jeden Fall auch andere Leute drauf. Gerade zur Zeit nur eine einzige Person. Aber ich bin auf jeden Fall in dem Projekt drin seit gestern, also seit Dienstag. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch hochlade, weil es auf jeden Fall ziemlich spät ist. Ich nehme das jetzt gerade. Es ist 20.35 Uhr. Das heißt, es wird wahrscheinlich irgendwie mit der Hochladezeit um 22 Uhr oder so online kommen. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich schätze auf jeden Fall, dass es so circa um 22 Uhr erst online sein wird. Das ist auf jeden Fall vielleicht ein bisschen spät. Deswegen muss ich einfach mal sehen, ob ich das morgen online stelle, weil ich habe ja heute auch schon 3 Videos auf FIFA-Tour hochgeladen, weil jetzt FIFA 16 gerade rauskommt. Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen komplizierter. So, die nächste Frage ist wieder von Simon und zwar heißt es: Welchen Kanal bevorzugst du? FIFA-Tour oder Platour? Und da sage ich ganz ehrlich, oh, da ist gerade jemand gestorben. Und da sage ich ganz ehrlich, das war aber schlau von ihm, weil jetzt spawnt er einfach in der Mitte wieder und stirbt da zwar an Fallschaden, auch an seine Sachen direkt wieder einsammeln. Das ist schlau. So, aber die Frage ist: Welchen Kanal bevorzugst du? FIFA Tour oder Platour? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe so bei beiden meine Reize, sonst würde ich nicht beide Kanäle halten. Ich finde Platour, vor allem dieses Projekt, finde ich richtig cool, weil ich eigentlich solche Bauprojekte richtig gerne mag. Aber ich habe in letzter Zeit einfach überhaupt nichts mit Bauen gemacht. Das letzte war, glaube ich, BeatDena. Ich habe mich ja auch für Desperado beworben. Da hat das alles nicht geklappt. Aber deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass ich in diesem Projekt wieder mit dabei bin. Ne, nicht wieder, sondern mit dabei bin. Und Cabo HD wurde von Sepplis erschlagen. Hier ist wohl ein Krieg gerade. Aber gerade zur Zeit mag ich meinen FIFA-Kanal echt extrem gerne, weil FIFA 16 jetzt rauskommt. Da sind so ein paar neue Sachen dabei, was ich richtig cool finde. Deswegen lade ich da gerade auch zur Zeit ziemlich viele Videos hoch. Es wird jetzt aber in nächster Zeit auch wieder ein bisschen weiter nach unten gehen. Und ja, auf Platour habe ich gerade die Inseln. Das bringt mir mega viel Spaß. Deswegen wird PvP wahrscheinlich auch zurückgestuft werden. Ich kann zwar nicht jeden Tag ein Video hochladen, aber ich versuche mein Bestes einfach auf dem FIFA-Kanal und auf dem Minecraft-Kanal hier. Ich merke auf jeden Fall, dass es mega ruckelt. Und ja, was natürlich so ein bisschen kritisch wird, ist, dass ich laufe hier die ganze Zeit so ein bisschen sinnlos einfach durch die Gegend. Ich hoffe, das stört nicht. Aber was vielleicht so ein bisschen kritisch ist, ist vielleicht, dass ab morgen die Uni beginnt und dass ich ab morgen immer 1,5 Stunden zur Uni fahre. Und ich sehe jetzt hier gerade 2 Mitteilungen. Vielleicht sind da noch Fragen. Und da ist auch eine Frage mit reingekommen. Aber ich muss auf jeden Fall ab morgen dann immer ungefähr 3 Stunden am Tag hin und rückfahrt zur Uni fahren. Dann bin ich in der Uni aufnehmen. Das ist alles so ein bisschen schwierig und deswegen weiß ich nicht, wie ich das mit den Videos so hinkriegen werde. Ich hoffe einfach mal, dass ich jeden zweiten Tag vielleicht die Insel hochladen kann. Ich weiß, dass es vielleicht wahrscheinlich auch ein bisschen komplizierter wird, weil ich hier mir ein bisschen mehr Mühe geben möchte als bei den PvP-Videos. Aber naja, einfach mal sehen. Und da ist schon direkt die nächste Frage angekommen. Ja, perfekt, die nächste Frage. Und ja, kommt wir erstmal zur nächsten Frage von, ich baue jetzt einfach mal ein bisschen weiter in der Zeit, ich hoffe, das stört dann nicht, so, ich baue jetzt einfach mal ein bisschen an meinem Haus weiter. Und ja, die nächste Frage ist wieder von Simon und zwar: Magst du FIFA mehr als Minecraft? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt manchmal so Zeiten, da mag ich FIFA echt lieber, aber dann gibt es wieder Zeiten, da mag ich Minecraft lieber, also das variiert so ein bisschen von Tag zu Tag und ich sehe gerade, wir haben gar kein Holz mehr, haben wir vielleicht irgendwo einen Tropenbaum setzen, ich brauche aber eine Akazienholz. Akazienholze, mache ich einfach mal ein bisschen was mit den Blättern. So, es ist mal von Zeit zu Zeit, mal mag ich FIFA lieber und mal mag ich dann wieder Minecraft lieber. Es ist immer so ein bisschen abhängig, sag ich mal. Ich würde jetzt hier einfach mal das zubauen mit den Blättern so ein bisschen.
So. Da-dum, da-dum, da-dum. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal die Antwort. Wie stehen deine Eltern zu YouTube? Ziemlich neutral, sage ich mal. Sie sagen auf jeden Fall, dass ich mich mehr auf die Uni konzentrieren soll als auf YouTube, weil YouTube halt keine Zukunft hat und meine Uni auf jeden Fall schon. Und ja, aber sonst sagen sie eigentlich nicht viel zu. Sie gestatten das alles und das ist eigentlich alles ganz locker. So, aber naja, ich muss mich auf jeden Fall jetzt in nächster Zeit ein bisschen mehr auf die Uni konzentrieren. Deswegen wird das vielleicht ein bisschen weniger mit YouTube. Ich weiß nicht genau, inwiefern ich da YouTube einschränken muss, aber es wird auf jeden Fall weniger werden. So, das hat mir nicht gefallen, das Blatt soll wieder weg. So, die nächste Frage ist von We Are On FIFA. Und zwar, wann streamst du mal wieder? Und das wird erstmal in weite Ferne zurückrücken, weil ich habe ja letztens gestreamt, da wurde ich gededost. Ich muss nochmal fragen, ob man die Insel hier streamen kann oder nicht. Wenn ja, werde ich das auf jeden Fall auch mal streamen, vielleicht zwischendurch, weil das ein bisschen interessanter ist, sage ich mal. Und ja, aber erstmal wird das ein bisschen in die Ferne gerückt, sage ich mal, weil ich mich erstmal halt aufs Studium konzentrieren möchte und dann die Aufnahmen, das wird auf jeden Fall schon mal ein wenig mehr Zeit rauben. Und ja, deswegen weiß ich nicht, wie lange das noch in die Ferne zurückgehen wird. So, die, oh, schon wieder zwei neue Mitteilungen. Und zwar ist die nächste Frage wieder von We Are On FIFA, tut mir leid. Und zwar, hast du irgendeinen Lebenstraum? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, achso, ich kann ja nochmal ein bisschen über Studium reden. Ich habe mich ja hier, nee, das kann ich in der nächsten Folge machen. Sagen wir einfach mal, in der nächsten Folge rede ich ein bisschen über Studium. Da werden wir keine Fragen beantworten, sondern da rede ich einfach ein wenig über Studium. Aber jetzt erstmal in dieser Frage, hast du irgendeinen Lebenstraum? Und ja, ich bin so ein bisschen Autofanatiker. Ich weiß vielleicht auch der ein oder andere, der mir auf Instagram folgt. Und ja, ich würde eigentlich richtig, richtig gerne irgendwann mal einen Aston Martin fahren, weil ich Aston Martin einfach über alles liebe. Und das ist einfach so mein größter Traum, den ich habe, irgendwann in meinem Leben mal einen Aston Martin zu fahren. Und ja, das ist mein Traum. Was machst du in deiner Freizeit? Derzeit hatte ich Ferien, da habe ich einfach die ganze Zeit nur rumgegammelt eigentlich. War mal so ein bisschen, weil meine ehemaligen Schulkameraden, die waren ja schon wieder in der Schule. Und ja, die waren in der Schule, da habe ich dann vielleicht mal so ein bisschen Sportunterricht mitgemacht, aber mehr nicht. Und sonst habe ich eigentlich, ich habe jetzt heute meine Xbox auf jeden Fall aufgebaut, meine Xbox One ist jetzt angekommen. Und ja, was möchtest du später mal werden? Das werde ich darauf ansprechen, wenn ich mein Studium wenn ich über mein Studium rede. Das gefällt mir da nicht, aber ich würde das gerne nochmal ein bisschen ändern. Das würde ich auf jeden Fall ansprechen, wenn ich über mein Studium rede. Und dann haben wir nochmal zwei Mitteilungen. Und zwar, machst du etwas mit deiner Community? Zum Beispiel eine Challenge, wo wir dir Fragen stellen und du nur jemanden töten darfst, wenn du sie richtig beantwortest. So, das kann man auf jeden Fall auch mal machen. Aber erstmal möchte ich mich jetzt ganz gerne auf das Projekt Die Insel konzentrieren, weil mir das einfach mega Spaß bringt. Und ja, ihr könnt mir natürlich auch Sachen in die Kommentare schreiben, welche Shader zum Beispiel diesen Lichtbug hier nicht so haben. Das würde mich zumindest mega interessieren. Ich versuche dann auf jeden Fall mich an Optifine, sodass es hier alles klappt. Und dann hoffe ich natürlich, dass euch die erste Folge von Minecraft die Insel gefallen hat. Und wenn ja, würde ich mich natürlich riesig über eine Bewertung freuen. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.